Herzlich willkommen im Kino des DFF. Heute werden Sie den Film The Hustler, Haie der Großstadt sehen. Ein Film, den ich ausgesucht habe, weil Paul Newman einfach ein genialer Schauspieler ist und in diesem Film eine unglaubliche Hauptrolle spielt. Und Paul Newman war einer der absoluten Lieblingsschauspieler meines Vaters. Mein Vater hat immer viel von ihm gesprochen und mir immer viel erzählt, was er glaubt, was Paul Newman so einzigartig macht, was ihn ausmacht. Und das hat mich wiederum sehr geprägt. Und The Hustler ist ein Klassiker. Es handelt sich um eine Milieustudie, um eine Suchtstudie. Es geht um einen jungen, wahnsinnig charismatischen Mann, der ein großes Talent, eine große Gabe hat, der aber leider auch sehr getrieben ist und immer mehr haben möchte. Und das wird ihm dann letztlich auch zum Verhängnis. Und das werden Sie gleich alles selber in dem Film sehen. Der Film wurde gedreht von Robert Rossen 1961 und 25 Jahre später gab es eine Fortsetzung. Ein Film, der heißt Die Farbe des Geldes, The Color of Money von Martin Scorsese. Und auch die Tatsache, dass man Paul Newman in dieser Zeitspanne von 25 Jahren in der gleichen Rolle sehen kann, finde ich als Schauspielerin natürlich eine unglaubliche Vorstellung. Und Paul Newman hat auch tolle Interviews gegeben und davon erzählt, was das für ihn bedeutet hat. Und ja, es ist amerikanisches Kino der frühen 60er. Es ist ein absoluter Klassiker, zeitlos. Und ja, die Art und Weise, wie wir als Zuschauer abgeholt werden und wie wir teilhaben an dieser Intensität in diesen Pubs, wie wir Zeuge werden, der Spieler einerseits und der Zuschauer im Raum andererseits, das ist absolut einmalig. Und ich wünschte, ich könnte den Film jetzt mit Ihnen zusammen sehen, aber ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß und gute Unterhaltung.